So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir letztens waren, aber da haben wir irgendwie Bubble Tea gesehen. Ich weiß nicht mal mehr genau, wo ich jetzt gerade bin und wie ich heiße, aber wir haben schon wieder Bubble Tea gefunden, beziehungsweise Pups ja das mitgebracht aus dem Netto. Die ist extra in den Netto gefahren, hat gesagt, da gibt's jetzt auch Bubble Tea. Letztens war das im Rewe, genau. Rewe war das. Jetzt gibt's das Ganze aus dem Netto heraus. Vier komische Sorten Bubble Tea. Ist auf jeden Fall eine andere Firma, ist nicht der gleiche. Was das genau also für Sorten sind, gucken wir uns jetzt an. Das kann ich mal hier wegtun. Ist eh sinnlos. Wir machen gleich eins nach dem anderen auf. Wir wollen gar nicht so viel rumlabern wie sonst. Wir halten die mal kurz hier hin. Zack, das ist das Thumbnail. Und ich gehe jetzt mal vom hellsten, von dem zum dunkelsten. Der sieht auf jeden Fall gelb aus oder orange oder was auch immer. Das ist ein Bubble Tea California Peach Getränk mit Grüntee-Extrakt, aromatisierten Litchi und Mangosaftperlen und Pfirsichsirup. Alles von der Firma Bubble Go. Das ist Bubble Go California Peach Bubble Tea. Habt auch immer an der Seite hier wieder so ein Trinkröhrchen dabei, auf dem Becher steht auch nochmal Go, ganz groß, Bubble Go. Ihr könnt auf jeden Fall reingucken, dass hier die Bubbles drin rumschwimmen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das nehmen wir jetzt mal hier ab. Und hier oben ist auch eingezeichnet, da haben sie extra einen X hingemacht, an der Stelle, wo du reinstechen sollst. Wir nehmen jetzt das, knallen das mal hier oben rein, probieren jetzt mal den Geschmack. Schmeckt nach Pfirsichtee, also das merkst du sofort raus. California Peach, ja. Pfirsichsirup, Grüntee-Extrakt. Ich finde, es schmeckt ein bisschen künstlich. Also finde ich jetzt nicht so krass. Ich glaube, das andere hatte mir direkt besser geschmeckt. Aber wir haben die Bubbles auch noch nicht dazu. Ich muss mal weiter runter. Wir wollen mal die Bubbles mit raussaugen. Hier habt ihr jetzt eine kleine orange Bubble, eine Litchi und eine Pfirsich, eine Mango Bubble, Mango Saftperle, genau, und Litchi Perle, Litchi Saftperle. Hat irgendwie aber eine leicht bittere Note, sicherlich durch den Grüntee-Extrakt. Ganz so köstlich finde ich es jetzt nicht. Wie gesagt, ist nicht meine Sorte. Stellen wir mal weg, probieren wir mal den nächsten. Ich hoffe, die anderen sind besser, sonst ist das Netto, brauchst du nicht hin. Hätte ich mir lieber noch mal einen aus dem Rewe geholt. Gehen wir mal zum zweiten auf der linken Seite. Der ist zwar jetzt richtig dunkel, das ist nämlich ein Black Forest. Getränk mit grünem und schwarzem Teeextrakt, aromatisierten Erdbeer- und Heidelbeersaftperlen und schwarzer Kasis-Sirup. Also Erdbeerperlen, Heidelbeerperlen, schwarzer Kasis-Sirup, grüner, schwarzer Tee. Hab wieder natürlich hier Bubble Go draufstehen. Die Perlen hier drin siehst du so gut wie gar nicht, weil es so extrem schwarz ist. Hier kannst du vielleicht ein bisschen erkennen. Da sind ein paar hellere und ein paar, die halt richtig schwarz sind. Machen wir das Trinkröhrchen auch wieder ab. Wir brauchen sie eh nicht für was anderes. Knallen das jetzt mal hier rein. So, zieh das raus, such die Stelle mit dem X und hau dir es rein hinter die Binde. Also, der hat auf jeden Fall eine richtig krasse Kasis-Note. Wenn du auf so Bärenzeugs stehst, Heidelbeer, irgendwas, schwarzer Kasis, Sirup, dann ist das vielleicht genau deins. Meins ist es nicht. Ich finde ihn sogar noch schlimmer als den ersten. Vor allem schmeckt er einfach wie Hustensaft. Hustensaft aus der Apotheke, richtig brutal. Da finde ich den ersten sogar ganz angenehm, obwohl der schon nicht gut war. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die anderen schmecken. Wir saugen jetzt mal die Perlen noch mit ein.
Hier haben wir eine leicht rötliche Perle. Selbst die Perlen könnten saftiger sein. Da fehlt mir auch was. Also zwei Sorten schon enttäuscht, aber ich glaube, bei dem anderen war es ja auch so. Die zwei ersten waren richtig stark, die zwei anderen waren nicht so stark. Diesen grün hebe ich mir jetzt mal auf. Wir gehen jetzt erstmal zu dem hier. Hier steht Strawberry drauf, denn das ist ein Bubble Tea Wild Strawberry Getränk mit Grünteeextrakt, aromatisierten Apfel- und Erdbeersaftperlen und Erdbeersirup. Also Grüntee mit Erdbeersirup, das sehr rot ist, Apfel- und Erdbeersaftperlen. Ich mag Erdbeeren, ich mag Äpfel. Das müsste von daher also eigentlich meine Lieblingssorte sein, rein von den Zutaten her. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie die Erdbeer schmeckt. Erdbeer ist meistens auch total künstlich. Also du schmeckst, dass es Erdbeer sein soll, aber hat auch schon wieder so einen richtig muffigen Geschmack. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Pupsi das schmeckt. Die hat das gesehen, die Dinger gab es für 4 Euro im Rewe, die haben 5 Euro gekostet. Die haben 4 Euro gekostet, einen so einen Becher mit einem Gutschein, hat sie aber bei jedem 50 Cent gespart. Es sind immerhin noch 3,50 Euro für einen Becher, da würde ich mir lieber für 5 Euro so einen anderen nochmal holen. Eine Sorte ist noch übrig, wir ziehen aber nochmal, gucken mal, ob das mit den Apfelperlen vielleicht was bringt oder schmeckt. Habt ihr halt zart, so rötliche, leicht rosa rötliche drin, was die Erdbeer sind und daneben diese grün für Apfel. So, da haben wir eine grüne Apfelperle. Hat trotzdem nur ganz wenig Apfelgeschmack. Hätte ich gar nicht erkannt, dass es Apfel sein soll. Und alles runtergeschüttet. Und der letzte ist am Start. Der hat meiner Meinung nach die beste Farbe. Guckt euch das an. Badlands Chucks, würde sich das jetzt alles in ein Glas kippen. Hier steht Green Lover. Der grüne Liebhaber. Bubble Tea Green Lover. Getränk mit Grünteeextrakt, aromatisierte Pfirsich- und Apfelsaftperlen und grüner Apfelsirup. Wenn Erdbeer künstlich schmeckt, dann muss Apfel her. Pfirsichperlen, Apfelperlen, Apfelsirup, Apfelgetränk. Ich hoffe, diese Mischung aus Apfel und Pfirsich bringt was, schmeckt gut. Ich hoffe, mir reißt der Becher nicht an der Seite ab. Ich habe schon Schiss, wenn ich das Papier vom Trinkhalm hier abziehe, weil das so festgeklebt ist, dass da einfach ein Loch in dem Becher entsteht und die ganzen Bubbles hier rausfliegen. Die Bubbles erkennt man auf jeden Fall am besten. Guckt da rein, das sieht richtig cool aus. Den dürft ihr nicht aufmachen, den müsst ihr euch so irgendwo reinstellen, dass man sieht, wie das da drin rumfliegt. Als Lavalampe oder so. Für 3,50 ist das vielleicht noch was wert. Im Gegensatz zum Rest, der total babbig schmeckt oder bitter oder unangenehm, ist das hier wohl der, glaube ich, süßeste. Schmeckt auf jeden Fall süß, erinnert mich aber absolut nicht an Apfel. Also es ist einfach nur irgendein süßer Sirup dran, der halt die Farbe dann grün macht, aber Apfelgeschmack habe ich da auch nicht wirklich. Wir probieren mal die Apfelbubbles mit den Pfirsichbubbles. Ich habe gar keine erwischt, ich muss immer auf die andere Seite. So, das ist eine Pfirsichbubble, die ist gelb. Die Pfirsich schmeckt wie ein Eimer Farbe, das kann auch nicht sein. Das schmeckt alles total künstlich, also Bubble Go kann ich absolut nicht empfehlen. Richtiger Bubble Tea, vor allem auch mit Milch oder so, war immer mein Lieblingsgetränk. Richtig genial, gab es schon ewig nicht mehr bei unserem Chinamann in Hibu. Hier kenne ich es gar nicht, jetzt nehmen die Supermärkte das alle mit. Jeder verkauft jetzt hier Bubble Tea am Supermarkt. Der vom Rewe
aber an 2 von 4 Sorten wenigstens noch trinkbar. Hier vom Netto, weiß ich nicht. Ich muss mal die nach ganz vorne stellen. Vielleicht ein zweites Thumbnail, was dann so aussieht. Und sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bin ich überzeugt. Würde ich auch nicht nochmal kaufen. Zum Glück müssen das die anderen jetzt trinken.